Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within auf der PlayStation 5 bei meinem zweiten Clip hier von diesem Spiel. Und wir sind in Chapter Kapitel Nummer 2, Überreste, schimpft es sich. Und ich lese mal kurz: Sebastian verlässt den Wald und gelangt in ein kleines, an einem See gelegenes Dorf, durch das unheimliche Monster schleichen. Hört sich ja mal ordentlichst an und dann schauen wir mal und wir werden uns gleich reinschmeißen. Los geht's. Mich umsehen. Was ist da los? Ich werde transportiert. Wo bringen die mich hin? Wie weit kann ich mich drehen? Ah, na, weiter geht's nicht. Eine Welle bin ich nicht, ne? Oder Uhu. So 360 Grad Drehung im Kopf. Das funktioniert nicht. So. Was schaust du so dumm? Ich hab mich auch geschreckt. Entschuldigung. So. So, jetzt lasst mich da so liegen, oder was ist da los? Lasst mich nicht so liegen. Hallo? 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 Servus? Servus? Was magst du? Hallo, ich werde bestiegen. Ich werde bestiegen. Oh, es war nur ein Traum, oder? Und ich greife meinen Bauch. Bin ich schwanger? Okay, jo. Wo bin ich? Das kann ich euch sagen. Ich bin nämlich in einem Art Hub-Bereich, ja. Wie man es auch aus anderen Spielen kennt, Safe Zone, mehr oder weniger. Da kann man nichts passieren, ja. Ich werde hier gleich einmal diese Jemand da? Substanz hier zu mir nehmen. Das ist nämlich Gehirnflüssigkeit, ja. Recht eine geschmackige Gehirnflüssigkeit, ja. Ganz was Tolles, ja. Und ja, das habe ich jetzt mal konsumiert. Und Moment, ich muss ganz kurz, kleinen Moment. So, bin schon wieder da. Musste nur ganz kurz. Ich habe es jetzt angeschnitten, das fällt euch nicht einmal auf. Ne? Jo, ich habe gesagt, alle Collectibles zeige ich euch. Hier auf dem Tisch liegt jetzt gleich das nächste Collectible, Zeitung Nummer 1. Ja? Die liegt hier auf dem Tisch. Ja? Bitte nicht vergessen, anklicken, gleich mitnehmen. Ja? Liegt hier neben der Gehirnsubstanz. Ja? Gut, als nächstes gehen wir dann mal raus. Und ich werde hier mal durchschauen. Und was sehen wir da? Lauter Kakerlaken oder Kükenschaben, also ist glaube ich dasselbe. Tatjana, Super. Herr, schreck mir nicht so. Da ist übrigens Tatjana. Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Diese Tatjana, so eine, schreckt mich da, das ist ja Wahnsinn, ne? Eine Klinik. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Aber gerne. Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Ja, mache ich eh. Gut, wir werden natürlich einen neuen Speicherplatz anlegen. Genau. Und den werden wir auch auswählen. Ich habe es zur Sicherheit nochmal überschrieben, weil schadet ja nicht. Kann ja nicht schaden. Okay. Gut, dann, ja, Tatjana. Hier entlang, bitte. Sie macht mir auf.
Und ja, wie gesagt, also das ist unser Hub-Bereich und hier werden wir an eine Maschine gleich angebunden. Was genau, ich erkläre es euch gleich. Aber bevor wir uns da niedersetzen, gehe ich hier noch um diesen Stuhl hier herum und hier hinter dem Stuhl. Ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Bitte, setzen Sie sich. Ja, ich setze mich gleich nieder. Ich wollte den Zusehern nur sagen und zeigen, dass hier hinter diesem Stuhl ja das nächste Collectible liegt, nämlich Kartenteil Nummer 1. Ja. Bitte unbedingt mitnehmen. Ja. Und jetzt setze ich mich nieder, denn so Gehirnflüssigkeit, na, das hört sich ja irgendwie recht geschmackig an, oder? Beruhigen Sie sich, es ist nur zu Ihrem Besten. Ja, hier steht es schon, verbessern. Mit grünem Gel kannst du die Parameter einzelner Fertigkeiten verbessern. Genau, und da drücken wir jetzt mal drauf. Und das ist nichts anderes wie dann ein Fähigkeitenbaum, so in etwa. Schon viel besser. Lady, werde ich verrückt? Ich warte auf Sie. Ja, das freut mich. So. Und das Auto brennt dann schnell raus hier. Also man weiß hier nicht, ist das Realität oder ist das nur Hirngespinst, was da abgeht? Ah, Wahnsinn ist das einfach nur, ne? Okay. So, wo sind wir jetzt? Ich glaube, ich stehe im Wald. Wo bin ich? Ja, es wird uns hier gleich angezeigt, dass wir hier ein nützliches Item nehmen können. Anhand hier, ihr seht es schon, ich hätte am Anfang nichts. Ja, einen Revolver, also ein Revolver, den finde ich dann erst. Soweit bin ich jetzt und jetzt hätte ich noch gar nichts. Allerdings, ja, ich kann, was kann ich denn anbieten? Einen Revolver, dann haben wir eine Magnum, dann hätte ich eine Schrot. Einen Raketenwerfer hat ja jeder mit. Ne? Ist normal, ne? Dann ein Scharfschützengewehr. Da habe ich noch ein Maschinengewehr dabei. Ja, ein paar Granaten, ja, Blendbolzen. Harpunenbolzen, Explosivbolzen, Schockbolzen und Kältebolzen. Ja, also so eine kleine Ausrüstung halt. Und ein paar Reservespritzen für meine Health-Gesundheit. Genau, also gut ausgestattet, ja. Und das ist eben, weil ich das Spiel schon durch habe. Drum werde ich mir es jetzt ein bisschen erleichtern auch. Ja, okay. Gut, momentan habe ich ausgerüstet hier, ihr seht es eh, die Magnum habe ich gerade, Kamune. Aber alles andere geht halbwegs. Und ja, so werden wir uns jetzt da durchkämpfen in dem Spiel. Und ich schau mal, meine Lebensleiste ist eh nicht ganz voll. Da werde ich mir jetzt gleich einmal eine Spritze einschießen mit dem Steuerrad. Und ihr seht oben im Eck, tschack, jetzt wird es grün und jetzt füllt sich die Leiste auf. Und jetzt bin ich wieder full. Ja. Und jetzt passt wieder eine rein, denn ich kann 4 tragen. Das ist outgemaxed, ich kann maximal 4 Spritzen bei mir tragen. Das, am Anfang kann man auch nicht 4 tragen, da weiß ich nicht, eh nur eine oder zwei. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, schon wieder so lange her. Jo, unser Ambulanzauto, ja, das ist nur mal Schrott, da tut sich nicht mehr viel. Ja. Das ist, ja, Auto vor da. Gut, gut, was machen wir jetzt als nächstes? Ich muss da immer mit einem Auge ein bisschen da auf meinem Wiffenzettel schauen, denn alles habe ich auch natürlich nicht im Kopf. Schon einiges, aber ich will da ja nichts verpassen, weil ich wirklich jedes einzelne Collectible sagen und zeigen und dass ihr das auch wirklich dann alles am Schluss dann habt, also auch die 100%, die wir uns dann ganz am Schluss dann alle ansehen werden. Jo, es geht mal hier weiter. Momentan ist eh noch nichts. Wir folgen mal dieser Blutspur. Und wie das dann genau in dem Hub dann ist, das schauen wir uns dann genau an. Auch der Weg da nach hinten, wo die Tatjana sitzt, da können wir dann hinten auch raus durch diese Tür. Und da ist auch ein Hinterzimmer, da zeige ich euch dann auch was. Ja, aber dann im dritten Chapter, glaube ich, ist das dann sinnvoller. So habe ich mir das überlegt, werden wir das machen. Gut, also immer hier den Blutspuren nach. Und dann kommen wir hier dann eh gleich zu einem Bereich, da sind wir eh schon hier. Da sind die Krähen an einem Kadaver.
Da lernen wir jetzt einmal, dass wir einen Nahkampfangriff haben. Bam, ja, also wir können schlagen mit der Faust, mehr können wir sonst noch nicht. Und da können wir auch Kisten zerschlagen, ja. Und oft sind in so Kisten eben Munition oder Gehirngel, das ist mir am allerliebsten. Allerdings, wie gesagt, ich brauche es nicht mehr. Ihr seht es unten rechts im Eck. Ich habe 20.000 und es wird jetzt immer mehr stetig, weil, wie gesagt, ich kann es nicht mehr ausgeben. Ich kann es nicht mehr ausgeben, weil ich es nicht mehr konsumieren kann. Und oben diese zwei Schlüssel, die bleiben auch über. Es gibt im ganzen Spiel 45 Schlüssel und da kann man auch so Spindkästen aufmachen. Ja? Die habe ich alle geöffnet. Da kriegt man dann auch ein Achievement im Spiel, wenn man das fertig hat. Alles zu 100% habe ich alles fertig. Zeige ich euch. Und da muss man, glaube ich, 45 Schlüssel im Spiel finden. Und die sind teilweise sehr gut versteckt. Auch diese werde ich euch zeigen. Ja? Jeden einzelnen Fundort. Ja? Unvorstellbar, was ich für euch mache. Okay, gut. Und zwei, wir werden ja denken, warum sind da noch zwei im Inventar bei mir? Ja? Weil zwei überbleiben. Weil selbst in den Spinden zwei Schlüssel sind, ja, die man finden kann, und mit die kann man dann weitere Schlösser aufsperren. Ja? Und somit bleiben dann am Schluss zwei über. Ja? Also man könnte mehr oder weniger zwei Schlüssel von den Collectibles verfehlen, ja? Nicht finden, und man würde auch es schaffen, alle Schlösser zu öffnen, ja, alle Spindschlösser im Hinterzimmer vom Hub. Aber wie gesagt, das zeige ich euch dann alles später. Es geht weiter des Weges, und zwar da nach vor, glaube ich, in diese Richtung. Es geht, glaube ich, immer nur in eine Richtung. Und zwar, jetzt habe ich mich, ich habe mich verlaufen. Ich glaube, da gehe ich falsch. Moment, ich muss mal, so muss ich, glaube ich. Geht's da lang? Wo? Da geht's. Moment, ich muss mich mal kurz sammeln wieder. Das ist, wenn man sich einmal dreht, dann ist es gleich ein Wahnsinn. Bin ich da? Da war das? Dann muss so weitergehen nochmal. Oder? Bin ich jetzt? Na, ich habe mich verirrt. Ich habe mich total verirrt. Muss ich noch einmal ganz... Moment. Ja, was natürlich auch... Ihr seht es auch, die Ausdauerleiste. Ich zeige euch mal, wie es ist, im finsteren Wald zu laufen. Also wie unheimlich das ist. So, jetzt muss ich... Ich muss noch mal auf den Hauptweg zurück. So, genau. Und von da sind wir gekommen. Genau, da sind wir gekommen. Dass ich mich da wieder orientieren kann. Da sind wir so. Und ich muss mich da, glaube ich, so in diese Richtung halten. So was. Und dann so. Ja, jetzt passt's. Es war dann da so und dann, glaube ich, da gerade rüber. So drüber und dann so. Und ich bin da nach links abgebogen. Das war mein Fehler gerade. Das ist gar nicht so leicht, ne? So. Gut, das sind eigentlich die richtigen Herausforderungen. Die Bosse dann, das ist ja Klacks, ne? Also sobald ich, gebt mir eine Waffe in die Hand, da bin ich imbar. Aber stellt mich irgendwo mitten in den Wald hin, da ist vorbei mit mir. Da ist Schluss mit lustig. Da war's es. So. Wir bekommen eine Laterne. Oh, der labt sich da an irgendwas. Jo, der Vorteil hier in diesem Spiel, man kann die Laterne mit L3 ein- und ausschalten. Der Vorteil ist, wie es im Vergleich zu Outlast, da muss ich ja die Batterien immer, ja, die waren relativ schnell leer, ja. Und muss man immer wieder finden, welche und so. Die leuchtet ewig, ja. Das ist ein Dauerbrenner. Ja, ist ein Dauerbrenner, die leuchtet immer. Ja, die geht das ganze Spiel lang nicht aus. Könnte man eigentlich immer auftreten lassen. Allerdings, überhaupt am Anfang, bei mir ist es wurscht, weil ich imbar bin. Aber bei den Erstlingen ist das sinnvoll, wenn Gegner vor allem in der Nähe sind, ausschalten. Ja? Man wird nicht so schnell entdeckt, und auch in Schleichmodus vielleicht gehen. Ist auch sinnvoll, dass es übrigens mit R1 zu machen, und mit L1 wiederum spawnt da
dann sprintet man, ja. Allerdings auf die Ausdauerleiste achten, denn ja, die baut dann auch sehr schnell mal ab. Mit der Dreiecktaste kann man dann schlagen, ja, das habe ich euch eh schon gezeigt. Und jetzt schauen wir mal, was da los ist und vor allem, wer ist das bitte? Was ist da los? Mein Gott, Connelly. Das war Connelly oder Connelly, je nachdem. Das war wahrscheinlich ein Ire, ja. Keine Ahnung. Mac Connelly. Das war der Officer von vorher, ja? Der was gefahren ist, ja. Und jetzt ist er mutiert zu einem Zombie oder sowas in die Richtung. Und ich kann ihn jetzt verbrennen. Oft, wenn man so Freaks verbrennt, dann kommt dann auch oft noch so ein bisschen Gehirngeld dann zum Vorschein. Und kann man dann zusätzlich noch absahnen. Ist aber nicht immer der Fall. Ja? Und ja, wie gesagt, schlagen, ja, Nahkampf mit Dreiecktaste. Und hier so Zahnradelemente, mit denen kann man dann den Crossbow, dann mehr oder weniger kann man die Teile dann, ich zeige es euch mal kurz, ups, hier die Bolzen, ja, da braucht man dann die benötigten Teile dann dazu, die Werkzeugteile, um dann die herzustellen, ja, und da gibt es eben 5 verschiedene, man kann auch dann wechseln, wenn man es aktiviert hat, ich könnte es jetzt eigentlich mal, ich gebe es da mal rein, statt der Magnum, da habe ich eh keine Muni momentan, gehen wir die da, die gehen wir da rein, ja, machen wir das so, und jetzt könnte ich, wenn ich die aktiviere, kann ich hier oben umschalten zwischen den einzelnen Bolzen dann, wie ich will, ne, was ich halt dann gerade verschieße. Und wie gesagt, also die Waffen, was ich da gerade besitze, aktiv habe, die habe ich zu dem Zeitpunkt normal noch nicht. Ne? Also für alle Erstlinge braucht es da nicht glauben, das geht noch nicht. Gell? Das kann nur ich, weil ich, ja. Okay, gut, ja, also das ist einmal jetzt einmal die grundlegende Steuerung. Ist ein bisschen fad am Anfang noch, aber da müsst ihr durch. Und ja, das Lamperl los eingeschaltet. Und jetzt gehen wir da mal nach vor und ich schaue, wenn wir dann, dass wir nicht das nächste Collectible verpassen, das ist da vorne dann in einer Hütte nämlich drinnen. Aber so weit sind wir noch nicht. So, jetzt steht es mit der Laterne. Ein, aus. Und jetzt halte ich mal meinen Schlapfen, weil da vorne ist gleich was wieder. Ich hole mir das noch, obwohl ich es nicht brauche, aber ist wurscht. Gehirngel. Leslie. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! 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 Verdammt nochmal. Ja, das war übrigens Leslie Nielsen. Ja, der hat als Junge schon weiße Haare gehabt, ne? Also der hat sein ganzes Leben weiße Haare gehabt, ne? Unvorstellbar mit. Ja, wirklich, also das ist die Wahrheit über ihn, ne? Kann man viel lernen auch, ne, in diesem Spiel. Wussten wahrscheinlich die wenigsten. So, ihr habt es gesehen, Fallen entschärfen kann man nur, indem man in Hocke geht mit R1 und dann nah hingehen und dann mit X dann die Fallen entschärfen, bis sich dann dieser gelbe Kreis dann aufbaut. Und ja, es dauert ein paar Sekunden, habt ihr es eh gesehen, ja. Und das kommt im Spiel dann öfter vor, ja. Aber oft kann man auch unten durch crouchen, ich glaube crouchen sagt man in der Fachsprache, ja. Also ich sag ducken, ich duck mich durch, ja. Ich ducke und dann gehe ich halt so durch. Und ja, also manchmal seht ihr, es geht ohne Licht gar nicht oft, das ist ja überhaupt nichts dann, das ist katastrophal, ne? Jo, Tutorial haben wir dann fast schon mal durch, viel ist dann nimmer mehr. Wie gesagt, das ist meine
meine ganze Geschichte. Das wäre dann noch Erste-Hilfe-Koffer. Der füllt dann die Lebensleiste komplett auf. Aber ja, und der halt nur teilweise. Aber habe ich auch schon aufgetunt, dass fast schon bei meiner momentanen Leiste, es ist outgemaxed, mehr als ein Drittel oder fast schon die Hälfte auftunt. Nur eine normale Spritze. Und das, wie gesagt, dann komplett. Ja, und sonst, wie gesagt, meine Waffen. Da bin ich mal schon stolz drauf und das soll das Spiel jetzt immens erleichtern. So, Sprinten steht alles, was ich eh schon gesagt habe. L1 spawnt da zum Ducken, ist R1 und L1 eben Sprinten. Ja. Und da vorne kommen wir dann wie zum besagten nächsten Collectible. Da ist übrigens nichts, bis auf dieses Gehirngel. Ich werde mir dann gar nicht alles holen mehr, weil ich es nicht brauche. Jetzt wieder Kiste zerschlagen, da war auch wieder Gehirngel drinnen. Da liegen jetzt schon Leichen rum, die könnten wir probieren, indem man es verbrennt, dass vielleicht der auch noch irgendein so ein Gehirngel droppen lässt. Aber ich brauche es nicht. Da haben wir die nächste Hütte und da hören wir es jetzt noch nicht. Allerdings dann später schon. Wir sind immer noch im Tutorial-Bereich und gehen hier mal rein. Und Tatiana ging in den Spiegel. Genau. Und hier heraus, Moment, ich nehme kurz das Hirngel. Ich muss mal schauen, was da steht. Ja, genau. Da auf dem Tisch liegt dann das nächste Collectible, persönliches Dokument 1. Das erste persönliche Dokument, ja. Hier auf dem Tisch, ja. Bitte nicht vergessen, ja. Scheiße. Und die nächste tolle Mucke. Kann man da Mucke eigentlich sagen dazu? Es ist eigentlich ein... Ja, ich weiß, jedenfalls war es Debussy, wer ihn kennt, ja. Auch Klassik, ja. Klassische Musik. Claude heißt im Vornamen, Claude Debussy, war ein Franzose. Jedenfalls stammt das Lied von ihm. Irgendwas mit Claire, glaube ich. Ja, egal. Jedenfalls auch wunderschön. Und wenn wir dieses Lied hören und irgendwo in der Nähe ist eine Tür, dann wissen wir, in diese Richtung geht es zum Hub. Ja? Und ab jetzt hören wir das dann immer so. Allerdings werden wir da jetzt reingehen, denn es gibt noch weitere Collectibles hier in diesem Chapter zu finden. Und dafür betreten wir mal das Hub und gehen zu Tatiana rein. Wenn man lang genug drauf bleibt natürlich. Jetzt hat es funktioniert. Verstand. So, stehe ich da und dann schauen wir mal. Ja, wir gehen jetzt nach draußen und hier. Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Es ist jetzt für mich gar nicht so einfach, weil es nicht mehr da ist. Ja? Wenn es im normalen Spiel beim ersten Mal ist, dann das Collectible da, nicht? Aber dadurch, dass es nicht mehr da ist, muss ich es. Hast du jetzt so gestöhnt, oder was? Okay, na gut. Ja, jedenfalls hier auf diesem Zeitungsständer, ja, entnehmt ihr bitte Collectible Zeitung Nummer 2, ja, hier von diesem Ständer. Und dann drehen wir uns um, schauen wir hier auf diese Anschlagwand und hier ist ein Poster von einer vermissten Person, also vermisste Person 1, auch bitte entnehmen, ja. Jo, das war's dann. Ich muss immer schauen, aber mehr ist dann eh nicht hier. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz das Gerät, wie das funktioniert. Wie gesagt, ich habe so viel Gehirnsubstanz, aber ich brauche es nicht mehr. Ich zeige euch gleich, warum ich es nicht mehr brauche, weil ich habe alles fertig. Und zwar gibt es die Rubrik Fitness. Wenn ich da drauf drücke, man kann ihn immer in 5 Stufen ausbauen. Und das be-
darf dann auch schon ziemlich viel Gehirngel. Am Anfang für Stufe 1 brauchst du mal nur 100, Stufe 2 dann brauchst du vielleicht schon 3000, dann 5000, 7000, dann schon 10.000 und das pro, also könnt ihr euch vorstellen, da braucht man dann schon ordentlich lang. Ordentlich lang. Aber es gibt dann auch kleine Tricks, das zeige ich euch dann auch, dass man schneller zu Gehirngel kommt. Aber alles dann zu seiner Zeit. Jo, also wie gesagt, Lebensanzeige, ganz wichtig, ja, dass die Anzeige länger wird, aus outgemaxed. Die Sprintdauer, ganz wichtig, also ich kann 10 Sekunden lang sprinten. Am Anfang, glaube ich, kann man nur 3 Sekunden, oder, da steht es eh übrigens, ja. Wenn man schaut, sieht man es eh. Ja. Also das war Wahnsinn. Und wenn die Ausdauer dann mehr oder weniger leer ist, dann keuchst und kannst dich für ein paar Sekunden nicht bewegen, ja. Und man kennt alles aus Dark Souls, ne? Und genauso ist da, und da kann es auf Leben und Tod entscheidend dann sein, natürlich, ne? Jo, dass die Auto Nahkampfschaden natürlich eh selbst, da weiß man eh, 240% mehr Nahkampfschaden als die Grundstufe, ne? Also das ist schon ordentlich, ne? Und die Spritzwirkung auch ganz wichtig, wie ich sagte, mehr als die Hälfte füllt's, oder ungefähr die Hälfte füllt's auf, bei einer Spritze dann bei mir. An Gesundheit. Jo, dann gehen wir weiter zu den Waffen. Habe ich auch alle outgemaxed, ja. Jede einzelne Schadensmultiplikator, natürlich die Schadensoutput, Feuerrate, alles klar, also weiß man eh, jeder Spieler kennt sich ja da eh aus, kann ich sagen. Die Nachladegeschwindigkeit, Magazinkapazität, Genauigkeit und Grit-Treffer, ja. Beim Revolver dasselbe, bei der Magnum, da fehlt dann der Grit-Bereich, aber sonst ist das dasselbe. Die Schrot auch. Scharfschützengewehr ist jetzt alles outgemaxed und auch dann noch die Qualenarmbrust outgemaxed. Dann haben wir nächste Rubrik Reserve, da haben wir dann die ganzen Munitionen eben outgemaxed, wie viel ich dann bei mir tragen kann. Ja? Also das ist dann auch schon Maximum, mehr geht dann nicht, ganz toll auch. Sogar bei der Scharfschützenmunition kann ich 15 Patronen bei mir tragen, das ist nicht schlecht, ja. Qualenbolzen, Granaten, Spritzen auch gut. Am Anfang so war es, Stufe 1, dann hat man erst 2 und ich kann dann wirklich bis 4 jetzt maximal bei mir tragen. Streichhölzer kann ich 30 tragen, indem man, die sind nicht schlecht, die Streichhölzer, weil man eben dann irgendwelche Gegnertypen dann verbrennen kann oder man muss ja verbrennen, dass man irgendwo durchkommt und so weiter. Man kann auch interagieren mit verschiedenen Heuballen und so weiter und so fort, aber wie gesagt, da kann man dann das Ganze taktisch dann angehen, dass man dann vielleicht dadurch auch Gegner verbrennt und so weiter und so fort. Aber da kann dann jeder spielen, wie er will. Ja, und bei den Qualbolzen selbst haben wir dann, ja, auch noch ja, die Intensität, die Stärke, wie stark die sind dann und so weiter. Was die halt dann immer jeweils bewirken, tun. Jo, und wie gesagt, da habe ich es outgemaxed, mehr geht nicht mehr und darum kann ich auch nichts mehr ausgeben. Denn die Währung sind eben diese, ja, diese Gehirnsubstanz, Säfte oder whatever. Ja. Jo, das mal dazu und dann schaue ich hier nochmal ganz kurz ums Eck. Diana, hallo. Also der muss ja auch Fahrt sein den ganzen Tag. Die hat überhaupt nichts zu tun. Ich bin eigentlich der einzige Insasse hier bei ihr. Und dann schauen wir da mal rein. Beim ersten Mal spielen würde es, glaube ich, in Chapter 3 dann erst sein, dass man ein eigenes Tutorial hat hierfür. Ja? Also ich glaube, jetzt würde ich da in Chapter 2 noch gar nicht reinkommen. Ja? Da wäre noch abgesperrt. Erst in Chapter 3 dann kann ich dann über sie dann hier hinten und eben alles erklärt. Aber ich brauche es nicht von der Tatjana jetzt erklärt bekommen, sondern ich erkläre es jetzt euch. Und das Ganze schon ein Chapter vorher. Ja. Also ein paar so Sachen sind halt natürlich anders, als wenn sie es beim ersten Mal spielt. Aber wie gesagt, ich will das Spiel euch so zeigen und sagen. Da jetzt zum Beispiel, seht hier diese Map, diese Karte, ja, mit den ganzen, ja, Vierecken, die ich eingesetzt habe, ja, und da gab es sehr, sehr viel, ich weiß nicht, ob es alle waren, na, die kannte ich Ränder nicht, es waren, ach, ich glaube, 28 Kartenteile gab es, ich glaube, 28 waren es, die musste ich finden und somit habe ich, ja, dieses, sagen wir mal, Puzzle vervollständigt, ja, und die Map ist voll. Da bekam ich als Belohnung dafür einen Silberkoffer und in dem waren zwei Waffen-Upgrades, also ich glaube der Revolver und irgendeine Waffe noch, ich weiß jetzt gerade, wurde verbessert, ja.
Und die wurde dann automatisch übernommen. Ja? Also da musste ich dann nichts extra machen und das ist nicht extra auf meinem Steuerrad da oben, sondern das wurde dann eben als Verbesserung gemacht. Genau, so war das. Und das bekam man da eben über die Vervollständigung hier von dieser Map. Und hier haben wir da, es sind glaube ich 3, 4, 5, 6, 7, 9, 27 Schließfächer auf dieser Seite. Und da sind es glaube ich 18, 6 mal 3, ja, genau. Und so viel, 45 laut Adam Riese, haben wir da. Und mit jedem Schlüssel kann man eines aufsperren, ja. Und wenn man am Schluss dann alle offen hat, natürlich ist da auch, sind Belohnungen drinnen, die man kriegt, dann eben auch so Hirngel, aber mit einem ordentlichen Batzen, ja, mehr als die Standardsachen, was man so sonst findet im Spiel. Und da kann man dann auch schneller aufleveln, natürlich, dann eben bei diesem Stuhl da, ich sag mal, schaut aus wie elektrischer Stuhl, ist aber nicht, genau, Fähigkeiten. Jo, das war's mal hier im Hinterzimmer. Und in neuen Kapiteln dann starten wir dann automatisch und darauf auch und ja, aber das sehen wir dann eh. Dann gehen wir wieder raus und ja, dann wäre vielleicht noch eines zu sagen, verlassen kann man das Hub an 3 Punkten, da wird glaube ich noch zugesperrt sein, weil da komme ich auch rein, aber in dem Fall ist da zu, komme ich jetzt nicht rein, dann zeige ich es nochmal schnell. Es sind nämlich 3 Möglichkeiten, wo man das Hub wieder verlassen kann. Und zwar zum einen ist es da hinten, da wo es so reinleuchtet, beziehungsweise wo die Reflexion hier von irgendwas dorthin scheint. Seht, wenn ich da jetzt lang drauf bleibe, könnte ich schon das Hub verlassen. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, das Hub zu verlassen, dass ich erkläre das eh nur einmal, dann brauchen wir eh nicht mehr, dann haben wir das wenigstens durch. Ist dann hier, bei diesem Spiegel, oder man kann da vorne geradeaus bei diesem Spiegel das Hub verlassen. Ja. Und manchmal lohnt es sich auch, in diese Zellen dann reinzuschauen, beziehungsweise einmal muss man auch rein, sonst wird man ein Collectible verpassen, aber nicht mit mir, weil ich zeig's euch, ich weiß es. Und bei mir verpasst ihr nichts. So, also ich werde da mal rausgehen jetzt. Und wir sind wieder draußen. Gut, dann haben wir die Items in der Klinik erledigt. Wir haben die Zeitung und wir haben die vermisste Person geholt. Dann geht's weiter. Geht's weiter. Und dafür geht's dann da runter. Es ist eigentlich eh schlauchförmig. Es geht hier eh nicht. Gibt's eh nicht viel Möglichkeiten, wie man anders gehen könnte. Gibt es eh nicht. So, da ist das nächste. Da haben wir jetzt die ersten Gegner. Und ich werde euch jetzt gleich mal da aufmischen, weil wie gesagt, ich spiele ja da jetzt anders. Ich tue jetzt nicht so mal dumm. R1, also kann man Schleichangriff machen. Der zeigt mir das. Ich kann jetzt schleichen und ihn dann von hinten so erledigen. Ja. Also am Anfang muss man es auch machen, weil man hat ja waffentechnisch noch nicht wirklich so viele Möglichkeiten und auch nicht so viel Munition eben. Also da muss man schon ein bisschen haushalten damit. Und auch mit den Streichhölzern hat man am Anfang, glaube ich, nur maximal 5. Und die muss man mal finden. Genau. Aber da ist jetzt eh keine Gehirnmasse entstanden. Manchmal liegt noch eine da. Und ja. Aber wie gesagt, es wird jetzt bei mir ein bisschen anders ausschauen. Ich werde anders kämpfen. Ich werde da mit der Schrot und wirklich da Vollgas geben. Und die sind auch dann gleich Geschichte, alle die Gegner. Umso schwerer es dann wird im Spiel, umso leichter wird es für mich, ja. Ich bin immer, das was am Anfang, was leicht ist, da tue ich mir immer am schwersten. Dumm wie vorher, ich verlaufe mich im Wald, finde nicht mehr zurück. Das sind die wahren Probleme eigentlich bei mir im Spiel. Ja. Okay, gut, diese Hütte ist eigentlich nur ein Durchzug. Ja. Also nicht, weil es links und rechts offen ist, sondern weil man eigentlich da nur durch kann. Und durch muss. So, kontextabhängige Aktion, also drüber hupfen, ja. Es wird einem alles erklärt und gezeigt. Dann geht es da vorne weiter. Und jetzt kommen wir hier zu diesem Bereich. Und da, das ist also für mich schon eine Herausforderung, weil es eben nicht mehr da steht. Hier auf diesen Steinen, da wo auf dieser Steinmauer, steht eine Statue, da irgendwo. Ja. Die bitte entweder mit Schlagen, ja, oder Abschießen
Je nachdem, wie es wollt, aber ich würde Munition sparen. Wenn es sich so erreicht, ist es immer besser, man macht es gleich mit Nahkampf. Abschlagen und dann fällt ein Schlüssel raus. Den bitte aufnehmen mit X in dem Fall und ihr habt den ersten Schlüssel von 45 eben für die Schließfächer im Hub hinten im Hinterzimmer gefunden. Ja? Und die werden euch dann, wenn es auf R3 drückt, ja, werden euch die unten im Eck angezeigt, dann wie viel es gerade bei euch tragt. Ja? Und halt das, ich würde es empfehlen, dazwischen immer mal ins Hub schauen und die Schließfächer öffnen, denn wenn irgendwo ein Gehirnmasse ist, könnt ihr gleich wieder ein bisschen Fähigkeiten aufleveln und so weiter. Also, aber es ist halt, ja. Soll jeder spielen, wie er will. Gut, dann war das nächste Collectible. Ich schaue gleich wieder, was wir als nächstes haben. Ich muss da ein bisschen. Ja, alles klar. So, dann. Ja, alte Männer merken sich nicht mehr alles, das ist halt das Problem. Da haben wir jetzt schon also für Erstlinge ein bisschen eine ordentlichere Herausforderung. Denn da kommen gleich einmal mehr Gegner. Noch schauen sie einfach nur. Seid ihr hier aus der Gegend? Ich habe keine Ahnung, wo. Gar nicht weiter. Ja, schaut schon geil aus, ne? So, steht jetzt da natürlich automatisches Ziel, L2 halten und so weiter und so fort, aber ich mache das jetzt da, ich tue da nicht lang. Da wäre zum Beispiel Flaschen gibt es auch, dass man die dann, habt ihr schon am Anfang gesehen, dass man wem ablenkt und so weiter und so fort. Ich könnte sie herlocken, könnte sie dann hier verbrennen und so weiter. Aber wie gesagt, ich mag es jetzt, ich spiele. Jetzt ist Schluss mit Lustige, ich gebe da einfach jetzt Vollgas aus. Mit mir nicht. Und hier, na, ich zeig's euch gleich, ich kill's einmal, dass wir Ruhe haben. So, wie gesagt, ich glaub's nicht, es ist nicht so leicht am Anfang, ja. Es schaut wirklich leicht aus jetzt bei mir, als es ist. Bitte und sammelt auch alles ein, Munition, da liegt wirklich sehr viel um und um. Würde ich alles mitnehmen, würde ich empfehlen, ja. Damals Spritze, ich brauche es nicht, ich bin voll und in der Leiste auch voll, also ich kann es nicht einmal nutzen. Ja, dann kann man da wieder raus und ist eh niemand mehr da. Und hier, ist er, nein, eh niemand mehr. Ja, und hier, wie gesagt, hinter dem Feuer, ja, liegt das nächste Collectible. Es ist ein Dokument, das Dokument Nummer 3. Ja. Die ersten zwei haben wir ganz im ersten Chapter gefunden. Kapitel und das ist Dokument Nummer 3. Das liegt hier hinter dem Feuer. So, dann schauen wir da nach hinten. Also von da unten sind wir raufgekommen, von diesem Tor. Wir sind da rechts abgebogen und jetzt gehen wir eigentlich in dem Fall eher gerade weiter, ne, kann man sagen. Da oben geht es dann, können wir auch raufschauen. Ja, wie gesagt, also ich, ja, am Anfang hat man die Möglichkeit noch nicht so wie ich. Ne? So, dann schauen wir da mal rein. Aber da war ich eh nur Muni und so Zeug, ja. Also bitte, holt euch alles und auch seht, alles zerschlagen, die ganzen Kisten. Seht, da sind gleich drei so Hirnmassen drinnen gelegen. Ist ja unvorstellbar, ne? Und die ganzen Freaks, ne? Der hält so zwei Schlüssel. Wahnsinn, ne? Der hält sogar zwei aus, ne? Und da vorne, wenn wir da weitergehen, können wir dann schon, kommen wir schon zum Grande Finale von Chapter 2. Allerdings wollen wir da noch nicht. Nach vorgehen, denn wir haben noch zwei Sachen zum Finden. Zum einen ist das eh hier in diesem Haus ist es nicht, aber da ist auch eine Falle. Wie gesagt, man könnte unten durch, aber in der Hitze des Gefechts, wenn es wirklich kämpft, ja, kann man da schnell mal reinlaufen, versehentlicherweise, und das wäre dann ein schnelles Ableben. Ne? Wäre schade drum. Ne?
Aber sonst ist eigentlich nur Muni und solche Sachen. Wollte ich euch auch nur mal gezeigt haben. Und dann schauen wir noch, Moment, da nach oben. Ich muss mich jetzt wieder, da sind wir raufgekommen, so war's. Genau, da waren wir. Da müssen wir dann eben hin und jetzt gehen wir da noch rauf. Denn in diesem Haus sind noch zwei Collectibles. Da kommt gleich einer raus, glaube ich. Oder? Doch nicht? Ah, doch nicht. Okay, dann. Und da müsste dann irgendwo. Ah, da ist er. Na, mach auf, du Freak. Hey, du Freak. So, na gut, dann. Ja. So. Hier auf diesem Sofa, nämlich, liegt dann Karte Nummer 2. Also diese Karte, wo sie euch gezeigt haben, im Hinterzimmer, ja, dieses Kartenteil oder Kartenfragment, je nachdem. Und ja, hier auf diesem Sofa bitte zu holen. Ja. Und dann haben wir hier in diesem Gebäude dann noch einen weiter, da liegt schon wieder was. Ja, aber wieso holen wir das eigentlich? Ich brauche es ja nicht mehr. Hier nämlich, ja, verbarrikadiert hier mit so Holzbrettern. Das schlagen wir einfach ein. Den Freak, den machen wir kurz, den könnt ihr auch verbrennen. Auch gleich einmal da. So, schlaf du Freak, gute Nacht. Und hier stünde dann eine, so ein ja, wie also ein kleines Tischchen, sagen wir mal so. Und eine Schatulle steht da drauf. Und auf dieser Schatulle, also was heißt auf dieser Schatulle, in dieser Schatulle, die kann man hier öffnen, da braucht man keinen Schlüssel dafür, liegt dann eben ein Schlüssel drinnen. Ja. Und den bitte auch holen. Ja. Und das ist dann der Schlüssel Nummer 2. Ja. Bitte hier entnehmen. Und dann fehlt uns noch ein letztes, ich wollte es euch einmal zeigen, also mir zieht es jetzt nicht viel ab, ja, wenn man da reinläuft in so eine Falle, kann das schon ordentlich wehtun mal. Ich lade noch kurz nach mal, aber ja. Da haben wir, also es liegt schon wirklich sehr viel klumpert herum und auch wie gesagt mit der Muni, man, also dass einem wirklich die Muni ausgeht, da muss die schon wirklich extrem dämlich anstellen, ne? Aber im Normalfall passiert das nicht. Jo, so, jetzt haben wir auch diesen Bereich hier durch. Jetzt gehen wir da wieder nach oben, wo wir vorher waren. Nur gehen wir jetzt nicht da in das Haus eben rein, wo eben nur Muni war und so Zeug, sondern gehen hier weiter. Aufpassen bitte am Boden, auch hier Bären fallen, ja. Auch wieder in Hocke nach vor und dann X drücken und dann entschärft es, ja. Weil wenn es da reinsteigt, tut auch ordentlich weh. Und hier übrigens in dem Bereich sind sehr viele, auch hinter die Häuser, wenn man da ein bisschen herumgeht. Okay, das war jetzt mit Scharfschützengewehr, also das war jetzt okay. Das war jetzt nicht notwendig, aber gut, warum nicht? Mit dem Scharfschützengewehr auf 2 Meter Entfernung, na, der muss ordentlich weh dann haben. So, und jetzt haben wir hier einen Hebel, beziehungsweise ein Drehrad. Ja, die Freaks natürlich, das geht sie jetzt nicht aus. Ist eh klar, das will das Spiel so. Ich nehme jetzt meine Schrot. So. Hallo, du sollst. Ja, das kann auch passieren, wenn er zu nah ist, ne? Aber es macht man nichts. So. So, und jetzt gute Nacht, so. Und, weil man muss einmal absetzen, das geht sie sonst nicht aus. Allerdings, jetzt haben wir freie Fahrt. Und ich schau mal mit einem Auge noch in diese Richtung. Ich glaube, die kommen dann schon noch, oder? Kommt doch nicht. Nein, kommt eh niemand mehr. So, jetzt haben wir geschreckt. Das bin eh nur ich. So, dann gehen wir da rein. Und jetzt fehlt noch ein allerletztes Item, das wir finden. Ein letztes Collectible. Und zwar halb links nach vor ist der Hütte. Kontrollpunkt übrigens. Davor, wenn man da gehen würde, geht es dann schon weiter. Das ist übrigens auch eine Hütte. Aber diese halb links, hier habe ich gemeint. Und ja, da drinnen liegt jetzt nicht nur eine Spritze, sondern ich weiß es nicht genau, wo die liegt, auf welchen, ob es da am Tisch, glaube ich, liegt. Es gibt eh nicht viel, mir fällt dann eh sofort auf. Da am Tisch oder irgendwo, jedenfalls in der Hütte, so groß ist eh nicht.
liegt dann Karte, Kartenfragmente oder Kartenteil Nr. 3 mittlerweile schon. Okay. Gut. Also da rechts sind wir gekommen. Da vorne rechts sind wir gekommen. Wir sind halb links abgebogen und jetzt gehen wir da, ups, da sind wir am Weg, gerade weiter. Da vorne ist auch noch eine Hütte. Kann man reinschauen kurz, aber ich weiß nicht, was da wichtig ist, ist da wahrscheinlich nicht. Ja, da haben wir wieder Gehirngel und sonst, ja, sonst glaube ich nichts. Aber wie gesagt, schaut einfach überall rein. Wichtig sind für mich, dass ich euch die ganzen Collectibles zeige und sage, wo sind. Die ganzen Freaksets, die kommen immer wieder. Das bringt jetzt nichts, wenn's die alle tötet. Eigentlich schade um Munition. Was halt geht. Ansonsten einfach schnell nach vor irgendwie schauen. Und ich weiß nicht, dann kann ich da gleich runter. Ich glaube, ich kann da gleich abhauen. Ja, genau. Dann macht er das. Ich lasse die Katze noch laufen. Ja, und somit haben wir Kapitel 2 erledigt. Wahnsinn, ne? Super Sache. Jo, das nächste Mal geht es dann weiter mit Kapitel 3 und da ist dann schon ein bisschen mehr los. Und kann auch sein, dass ich das, weil ich so viel rede, sich das Ganze wahrscheinlich wieder in einem Part nicht ausgeht. Es ist eh schon wieder viel zu lang, aber dann mache ich halt wieder mal ein Video, wo es ein bisschen länger geht. Sonst mache ich immer nur so 20, 30 Minuten immer. Dann wären das halt einmal 45, 50 Minuten Parts oder vielleicht knappe Stunde sogar. Aber ja, dann ist halt so. Schnurzpippen, sei es drum. Sei es wie sei, verreckte Gors, bleibt sei, stirb. Kua ist der Steuler. Okay, in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und das nächste Mal geht es dann hier munter weiter in Kapitel Nummer 3 und da freut es mich, wenn es wieder mit dabei seid. Aber natürlich kostet es auch viel Zeit, überhaupt am Anfang das alles einmal erklären mit Tutorial und so. Wenn man dann mal weiß, wie der Hase läuft, braucht man dann viele Sachen schon mal nicht mehr sagen. Gut, das war's dann wirklich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.